Das ist leider noch nicht selbstverständlich. Ich habe mir heute im Fernsehen zufällig einen Bericht angesehen, wo überall der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag ist. Und da ist mir komischerweise aufgefallen, dass das in Asien ganz groß ist und ausgerechnet dort, wo die Muslime so stark vertreten sind. Wie das zusammenpasst, das wissen unsere Götter. Ansonsten herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und damit es nicht so lang wird, übergebe ich das Mikrofon an Franzi Gisela und unsere vier Weltbürgerinnen, die sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben, uns etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Danke, dass Sie da sind. Ja, liebe Helga Hadra, herzlichen Dank für deine begrüßenden Worte. Jetzt stehe ich noch mal kurz auf, um nochmal alles hier zu überblicken. Also ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Die Helga Hadra spricht für die KAB, für die Katholische Arbeitnehmerbewegung, und ich bin die Kreisvorsitzende der Frauenunion. Und wir haben zusammen eingeladen und es ist wundervoll anzusehen, wie voll das Haus heute ist. Ich hab's mir aber gedacht, dass das so wird. Denn es passt hier alles. Das Nähe soll, der Rainer